Beeil dich mal, Thor. Ich brauche nur einen. Dich, Thor, Herr des Donners. Gemeinsam werden wir den Feind zerschmettern, bevor er zu kühn wird. Erwecke jeden Krieger, der Axt oder Hammer führen kann. Wir jagen Jötnerköpfe! Der Rest von euch bleibt zurück, um die große Halle zu beschützen. Okay. Waren andere Kreaturen unter den Jötner? Rauger? Trolle oder Wölfe? Was beunruhigt dich, Harvey? Hat dir deine Weitsicht etwas enthüllt? Mehr Eindringlinge! Sie versammeln sich an der Brücke Bifrost! Wo ist Loki? Er sollte diesen Eingang bewachen. Warne die anderen. Der Kampf beginnt. Einherjahr! Nun beginnt die Schlacht, für die ihr gestorben seid. Für Harvey und für Asgard! Jo, auf geht's. Abschaum aus Jötunheim! Euer Untergang ist nah! Oh Gott, unglaublich. Unglaublich, dass so gesehen das. Dass ich das mal so gesehen selber spielen kann. Also, ne, was man so aus dem Film kennt. Also letzten Marvel-Film so gesehen. Also Thor Ragnarok. Ich bin drin in Bifrost. Ich laufe auf dem Bifrost. Hammer. Immer feste drauf. Yes, das war geil. Ihr seid so zerbrechlich. Der Strom der Eindringlinge muss versiegen. Asgard wird fallen. Nicht solange ich stehe.
Schließen wir jetzt mal die Tür hier. Loki hatte den Auftrag, dieses Tor zu bewachen, doch stand es offen. Ja, was soll was los ist. Was haben wir hier? Ach so. Harvey, der hier hat sich im Schatten versteckt und vor der Schlacht gedrückt. Soll ich ihm ein paar Zähne ziehen, damit er redet? Oder ein Auge herauspflücken? Du solltest dieses Tor bewachen, Loki. Was ist geschehen? Es öffnete sich und diese Soldaten quollen hindurch. Also sandte ich sofort eine Warnung aus. Und den hier habe ich gefangen, den weichbackigen Hirten. Na? Wie lautet dein Name, Fremder? Von den meisten werde ich Baumeister genannt. Deinen Namen, nicht dein Handwerk. Falls ich einen anderen Namen habe, so erinnere ich mich nicht. Man nennt mich Baumeister, seitdem ich Dinge baue. Kommst du aus Jötunheim? So ist es. Oder ich tat es. Aber ich war auf der Durchreise. Ich stamme nicht von dort, was mir gut passt, denn ich verabscheue es. Hattest du dort eine Anstellung? Als Baumeister, ja, eine Zeit lang. Aber meine Methoden haben ihr Missfallen erregt, weil sie, sagen wir, magischer Natur sind. Harvey, wenn dir jemand ein Pferd schenkt, dann reite es. Doch diesem hier würde ich Zaumzeug anlegen. Mhm. Stimmt das, Baumeister? Bist du ein geschenkter Gaul oder ein geheimer Fluch? Weder noch, Harvey. Ich bin nur ein Werkzeug, das hofft, anständig eingesetzt zu werden. Dieses Portal bereitet uns schon seit einiger Zeit Kummer. Ich will, dass es versiegelt wird. Mit Verlaub, dies ist nicht der einzige Zugang der Jötner nach Asgard. Dürfte ich eine umfassendere Lösung vorschlagen? Wir haben allerlei probiert und doch drang sie zu uns durch. Was lässt dich glauben, du könntest Riesen oder noch Schlimmeres fernhalten? Ich lebte unter den Riesen. Ich kenne ihre Schwächen. Mein Schild wird Erfolg haben, wo eure versagten. Wenn ihr zweifelt, könnte ich euch eine Kostprobe geben. Eine Kostprobe? Ja. Und wenn er uns nicht beeindruckt, dann hissen wir seine Haut als Segel. Ja, dann zeig mal, was du drauf hast. Ich nehme an, mit einer letzten Bedingung. Ich brauche dafür Wasser aus eurer Schicksalsquelle. Du weißt von unserem heiligen Brunnen? Es ist ein Ort großer Macht und lebendiger Magie, ein Quell geistiger Kraft. Dieses Wasser wird eurem Schild seine Stärke verleihen. Ich hole das Wasser, Harvey. Er darf unsere heiligen Stätten nicht betreten. Loki, warte. Ich gehe zur Quelle. Du suchst diesem Baumeister eine Lichtung für seine Vorführung. Nein, das ist kein Problem, Harvey. Ich finde das Dunkle und Feuchte sehr anziehend. Du gehst mit dem Baumeister. Berichte dann in der großen Halle von unseren nächsten Schritten. Wie du befiehlst.
Ein interessantes Angebot. Ein merkwürdiger Zufall. Okay. So, wir können... Oh, Alter, jetzt müssen wir... Ein guter Kampf. Ich wünschte, es gäbe mehr. Können wir den reiten? Tod allen Jötner! Asgard gehört den Aesir! Wir sind noch unbesiegt! Wir sind stolz, hier zu dienen! Wie geil ist das, wir reiten über den Mifrost mit dem Elch! Boah! Das ist nice. Oh, hat der ein Geweih, Alter. Können wir den behalten? Den will ich mitnehmen. Los, komm. Ernsthaft? Alter, ist das da so tief, dass der da nicht durchkommt oder was? Okay. Wir müssen jetzt da hinten hin, ne? Oh. Was ist da unten? Der Schatten des Untergangs vernebelt mir die Sinne. Selbst dieses friedliche Tal scheint Gefahr zu verbergen. Okay. Wo muss ich überhaupt hin, Alter? Okay. Warte mal kurz. Genau, das wollte ich gerade wissen. Was ist denn das? Gibt es hier eine Legende dazu? Nee, komischerweise nicht, ne? Da ist das. Ich kann mir keine Fehler erlauben. Wir haben einen Tränenstein. Ruhig bleiben. Hier ist doch was faul. So. Wie kommen wir jetzt dahin?
Fett. Und Gilly. Was ist das da? Was ist denn das? Deine Flüche treffen mich nicht. Krieger, leg deiner Kampfeslust Zügel an und reite sie. Lass dich nicht von ihr reiten. Ich kenne dein Gesicht nicht. Doch, ich... Ja, denk nach. Was ist das Letzte, an das du dich erinnerst? Der Feuernebel füllte meine Kehle. Ich watete durch ein Meer aus Blut und Fleisch. Ein Speer durchbohrte mein Herz. Und dann holte dich eine Walküria unter jenen hervor, die für Hel bestimmt sind, und brachte dich hierher, ins ruhmreiche Asgard. Genau. Asgard. Dieser Ort ist wahrlich wie kein anderer. Und das ist kein Traum? Nein. Muss ich gegen dich kämpfen? Wir werden gemeinsam kämpfen und Teil des größten Heeres sein, das je zusammenkam. Doch zuerst iss und trink mit den Göttern. Nimm den Platz in der Halle der Gefallenen ein, den du dir durch deinen Mut verdient hast. Tor, Sturmbringer, ich biete dir meine Klinge. Odin, Rabennäher, ich gebe dir mein Leben. Ein Weltereignis sogar jetzt abgeschlossen damit. Okay. Okay. Vermerk des Baumeisters. Die Abweichung der zweiten Rune dient der Bindung. Zusammen mit der 14. wird der wahre Name enthüllt, um die Verzauberung zu versiegeln. Okay. Okay, so. So. Wir haben noch so einen Tränenstein hier gefunden. Und doch mal zwei. Ich weiß jetzt nicht, was die Tränensteine und mir bringen werden, aber was ich habe, habe ich, ne? So. Vor allem habe ich jetzt schon wieder 4 Points, die ich hier verarbeiten muss.
Achso, hätte ich auch so machen können. Genau, das würde ich sagen. Eieiei, wo, was haben wir hier noch? Versteckte Pfeile und Feuersalve. Ja, dann gehen wir darauf, würde ich sagen, auf dieses Teilchen. Achso, warte mal, ich habe ja eh noch mehr Punkte. Fällt mir gerade mal so ein, ne? Oh, warte. Dann brauche ich nämlich nur noch da. Muss ich noch da hin. Das ist ja nice. So, Pferdchen rufen. Los. Bin ich mal gleich gespannt.